Ja, hallo und schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und zwar der T49 mit einer Epic Fun Round, wie er selber gesagt hat. Und ja, ich sehe zumindest schon mal hier das kleine Stummelchen. Das könnte zumindest schon sehr viel Spaß machen. Vom Masterchef 26 hat das Ganze hier eingesandt. Ich weiß aber nicht, warum er es mir einsendet und dann Quickie Baby T49 Epic Fun Round das Ganze nennt. Also ich bin nicht Quickie Baby, aber vielleicht bin ich ja auch nur der Trostpreis für das Replay. Naja, schauen wir auf jeden Fall mal, was er macht. Er ist auch nicht allein. Er ist ja mit der Eu-Show oder EU-Show oder Euschoff, keine Ahnung, unterwegs. Und ja, das ist eigentlich gar keine so geile Karte für einen Light. Also ich spiele sie echt nicht so gern. Was ich wiederum aber gleich mache, ist wie er hier hochfahren und dann versuchen, von da so den ersten Schuss zumindest immer mal zu setzen. Für die Leute, die da erstmal hochgucken. Hat jetzt da erstmal nichts bekommen, deswegen fahrt er zu seinem Mate hier rüber. Da will er jetzt auch mal schnell helfen. T49, Auto-Aim, zack, die erste HE-Schelle drauf. Ja, und da muss man natürlich weg, denn der Reload, da kann man jetzt nicht lange mitspielen. Ja, jetzt wird er seinen Mate hier opfern müssen, denn ja, da kann er einfach nichts machen. Da sind irgendwie 5-6 Panzer, keine Chance, da irgendwie großartig gegenzuarbeiten. Ein Hit und was soll er da machen? Also von dem her leider eine sehr kurze Runde für seinen Mate. Und genau das sind so die Gegner, die man sehen will mit dem Panzer. Die Lights. Ja, sehr schneller Treffer. Der brennt auch schön. Der brennt weiter. Oh ja, das tut mal weh. Also, ja, komplett die 850 Schaden gemacht. Oh! Und so schnell könnte die Runde beendet sein. Aber Glück gehabt, dass er nochmal zurückspinnt. Oder flippt. Oh ja, und der war fein. Ein schöner Volley auf den Jagdpanther. Zack. Also, hat ein bisschen Dusel. Erst diesen Voll-HP-Kill jetzt gerade beim Jagdpanther. Und dann auch noch diesen dicken Brand, den der AMX da nicht löschen konnte. So soll es gehen. Hat leider keine Artis hier im Gegnerteam. Sonst könnte er da jetzt nochmal ein bisschen was holen. Oh ja, da hat er es versucht aus der Fahrt heraus, aber die Kanone ist halt alles nur nicht genau. Ich spiele ihn aber übrigens auch mit der Kanone. Mag jetzt vielleicht nicht wirklich unbedingt die allerbeste drauf sein, aber man bekommt einfach spaßige Runden mal damit hin. Und das ist so der Punkt, der interessant ist. Der Tiger, der ist hier AFK neben, deswegen ignoriert er den auch erstmal gekonnt. Der will erstmal, oder? Oder ignoriert er den doch nicht so? Ich dachte, der geht jetzt erstmal für den Emil. So, jetzt hier hinten rein. Ja, genau. Und auch da zündet er den an. Auch der hat keinen automatischen Feuerlöscher. Ja, und das ist natürlich Free Damage, den man gerne mitnimmt. Einfach mal schnell so ein Tausender noch mit on top geschenkt bekommen. Oder in dem Fall, wenn er den nächsten sogar macht, noch... Oh, da dreht sich der Turm. Der ist wohl gar nicht so AFK, wie ich es erwartet hätte. Und da ist er jetzt aber raus. Oh, Scorpion. Oh, der hat Gott sei Dank noch verschossen. So, jetzt Auto-Aim. Nachgeladenen. Ja. Scorpion ist halt einfach ein dankbarer Gegner für diese HE-Schellen. Aber der Scorpion hat sich auch nochmal einen zumindest revanchiert. Das Ding macht einfach, das ist halt einfach ein Troll. Das ist halt ein KV-2. In Light. Und das ist halt das, was dem Panzer so spaßig macht, weil er einfach den Gegner super trollen kann und das dieses Amusement mit sich bringt, sag ich mal. So, jetzt kommt der Mutz hier rum. Er hat sich jetzt ein bisschen versteckt, dass er nur einen Hit abbekommt und den nächsten, der wird auch den Mutz wegmachen. Nicht mal! Ja, Heidewitzka. Dachte mir, das wäre jetzt der Killshot. Aber jetzt muss er natürlich laufen. Vielleicht nochmal den Schweden.
Der hat verschossen. Oh ja, ja, ja. Schwede. Ja. Zack. Jetzt rollt er den Mutz auch noch. Wahnsinnig. Hätte ihn aber fast rammeln können. Der hätte kaum mehr Hitpoints gehabt. Aber egal. Schöne 5-Kill-Runde mit 5863 Damage und das in nicht mal 5 Minuten. Einfach eine Trollrunde, einfach mal eine Fun-Runde und so soll doch mal World of Tanks sein. Einfach mal nicht sich so ernst nehmen, auch den Gegner nicht so ernst nehmen und einfach mal zack drauf damit. Ja, mir hat's gefallen. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.